Mikrofon. Ja, das Mikrofon geht. Das ist wichtig, denn wir spielen jetzt gleich ein Bemani-Spiel, ein Beatmania-Spiel, ein Spiel, bei dem es primär darum geht, im Takt Dinge zu tun. Bemani wurde damals, glaube ich, ja, wie gesagt, von Beatmania, von Konami geprägt, gab es aber vorher auch schon und hat sich zu so einem ganzen kompletten Genre entwickelt. Wir alle erinnern uns noch mit Grauen an die vielen Guitar Hero Plastikgitarren und Drumsets und was es noch alles gab. Xylophone, dieses riesige Holzrohr aus Australien. Dann natürlich auch noch die Kongo-Bongo-Trommeln. Also es gab wirklich eine Menge Quatsch im Bemani-Genre und jetzt hat jemand etwas gemacht, wo ich nie mit gerechnet hätte. Shinji Mikami, der Mann hinter Devil May Cry, Resident Evil, Evil Within, einfach ein ganz großer, wichtiger Mann, hat einfach gestern, vorgestern, spätestens, frühestens, ein Spiel geshadow-dropped namens Hi-Fi Rush. Und das gibt's auch, wie so häufig, muss es wieder mal loben, im Game Pass umsonst, beziehungsweise ihr kauft den Game Pass, dann könnt ihr es spielen. Und selbiges habe ich jetzt vor. Ihr seid herzlich willkommen. Mit mir jetzt eine kurze Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich wirklich habe, denn heute ist ja, wie gesagt, jetzt gleich noch heute hier die Live-Show. Aber ich wollte unbedingt, bevor Dead Space kommt und ich über nichts anderes mehr reden kann, würde ich gerne mit euch das noch angucken. Danke, Cinemasochist. Ja, es hat einen gewissen Jet Set Radio Stil. Nächster. 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 Richtig. Yep. Von Beruf Rockstar. Zukünftiger Rockstar. Was das? ja? Ach, egal. Beim Projekt Armstrong Ausweis. Und willkommen auf dem Wendeley Campus. Yes! Ich mag es jetzt schon sehr, muss ich sagen. Es hat irgendwie einen coolen Stil. Ich mag auch die deutsche Synchro. Gemeinsam machen wir das Leben besser. Und jetzt der CEO von Wendeley Technologies, Cale Wendeley. Welch historischer Tag. Ihr seid die Besten der Besten und bald sogar noch viel besser. Dank unserer Robotimplantate. Wir bei Wendeley halfen schon immer den Bedürftigen. Und ihr alle im Projekt Armstrong werdet der Welt zeigen, wie besonders jeder werden kann. Yay! Besonders! Wir alle sind Individuen! Ich gehöre dazu. Sonderausweis. Ich glaube, da ruft wer nach mir. Oh.
das etwa die Besten der Besten, Mimosa? Die Produktion wollte Testobjekte, Kale. Das Marketing hat geliebt. Schieb nicht Wrecker die Schuld zu! Sag dem Aufschneider Sanso in der R&D! Wir brauchen Influencer. Und du bringst mir... Loser. Es wird funktionieren. Besser wär's. Keine Fehler mehr. Und keine Defekte. Was für ein Haufen Schrott. Oh nein, er wird zum lebenden Beat. Okay, Checkpoint. Wo ist der? Ach, egal. Bestimmt nichts Ernstes. Okay, da bin ich ja sehr gespannt. Bisher sehr interessantes Spiel. Irgendwie total den abgefahrenen Style im Intro. Ich mag diesen Jet Set Radio Grafik, Cell-Shading, Comic-Look. Low-Res texturiert, aber doch irgendwo detailliert gestaltet. Und ich mag sowas schon. Und der Art-Stil gefällt mir auch gut, der visuelle Stil. So eine OP lockt echt aus. Ja, Evolution, ich habe irgendwann mal Diablo 3 gespielt. Das ja, wirkt ja jetzt noch mehr wie Jet Set Radio. Diablo 3 habe ich gespielt bei der Gegenteilwoche. Ah, das tut echt gut. Glaube ich zumindest, dass das 3 war. Ich weiß es gar nicht. Was ich mich wundere, ist, warum er sich so sehr darüber freut, dass er einen Roboterarm hat. Wer will das denn? Bitte nimm deine Sachen. Ja, Zeit für andere Klamotten. Spielst du morgen Dead Space? Selbstverständlich. Ab 17 Uhr. Ich hau da auch nochmal ein Insta raus. Ab 17 Uhr ist Dark Souls. Dead Space Time. Gregor hat es schon gespielt, hat mir gerade davon erzählt, wie toll es ist. Ich bin super gespannt. Okay, du Knirps, Roboterarm Alex Last 75, Magnetabfallverwertungsausstattung. Moment, Magnetabfallverwertung? Ah, Fremdobjektwarnung, sieht nach defekt aus. Einsammeln! Ist das eine Waffe? Ich glaube nicht. Ich glaube, er wehrt sich. Halt, was? Wie viel Mühe sie sich geben, diese komplett bescheuerte Story zu erklären. Aber ich muss sagen, irgendwie... Auch toll, weil das Spiel funktioniert ja so, dass das Kämpfen im Takt mehr bringt. Es ist also ein Action-Titel, aber es ist eben auch ein Bemani-Spiel. Okay, ist ja eine E-Gitarre. Schrottgitarre. Auf ihn! Weiß gar nicht, ob das schon so ist mit dem Takt oder ob das noch kommt. Vielleicht werden die Schläge auch immer so getimt, dass es immer im Takt bleibt.
aus! Er ist noch nicht mal ein neuer MP3-Player. Er ist einer von den ganz alten, breiten. Das wäre mir auch unangenehm. Wenn ich das richtig sehe... Erstens, Musikplayer in der Brust. Ich glaube nicht, dass der dahin gehört. Zweitens, er füttert meinen neuen Roboterarm mit Energie. Drittens, er macht, dass sich alles im Takt bewegt. Und viertens, und das klingt richtig albern, aber wenn die Musik spielt, ist das wie... Wie auf einer Bühne. Oh, danke, Fascination. Du hast die Abos rausgehauen. Du bist diese ganze Bühne. Na schön, Leute. Bereit für was Wildes? Wow. Chai kommt und er greift den Takt mit der Musik an. Wollt ihr das mal in Aktion sehen? Zuerst der leichte Angriff, ein Eintaktangriff, der ganz schnell zu Kombos führt. Na los, probier's aus. Jetzt versuch eine Combo im Takt der Musik. So fühlt sich perfektes Timing an. Ja. Na an, perfektes Timing. Oh yeah! Deine Angriffe erfolgen immer im Takt, aber drücke die Angriff-Taste genau auf dem Takt, um Boni zu erhalten. Sieht aus, als ging jetzt mehr. Komm rüber. Ja, es ist natürlich sehr wie Metal Hellsinger und es gibt noch ein paar andere Spiele in die Richtung. Ich hatte bei Metal Hellsinger ein bisschen meine Probleme mit dem Takt. Ich habe aber auch nur die Demo gespielt. Aber ich glaube schon, dass das auch richtig cool ist. Hierfür musst du zwei Takte treffen. Also hör genau auf den Schlag in der Mitte. Kriege ich hin. Okay, versuch jetzt eine schwere Kombo im Rhythmus. Das ist die Art Timing, auf die es ankommt. Du hast es raus. Wow, wundervoll. Yeah! Und die Menge tobt. Chai, 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 Chai. Danke auch Zwiebo. Genau, Kick Punch. It's all in your mind. Hat jemand gesehen, wer das war? Das ist der Defekt! Was? Nein, 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 ich hab nur... Wir also wollen ihm gleich zuhauen. Dann wollen wir mal! Holt ihr die jetzt jedes einzelne Mal auf? Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an, wenn das im Takt dann alles funktioniert. Das Spiel hilft auch ganz gut dabei. Er schnippst ja auch immer, ne? Snap. Okay, das war mega. Aber ich sollte von hier verschwinden. Heyo, Wrecker, Oberboss der Produktion hier. Was höre ich da von dem Defekt, der in Wreckers Zone rumrennt? Wenn jemand den Typ rumrennen sieht, Wrecker will, dass ihr ihn platt macht. Wie eine Flutter. Kein Defekt verlässt die Produktion. Nicht in Wreckers Schicht. Okay, offenbar niemand, der mich begegnen will.
Hallöchen. Kann ich helfen? Was bist du? Wanderlei Smart Kühlschrank VASF07. Bekannt als Switch. Merke ich mir nie, aber... Ich kann dein Wohlbefinden analysieren und dir Zufriedenheit verschaffen. Dich verwöhnen. Hey, kein Verwöhnen. Du scheinst Musikroboterkräfte zu haben. Soll ich dir deine Fehlfunktionen erklären? Dein Problem scheint das Angreifen von Gegnern im Takt zu sein. Ich würde das nicht als Problem bezeichnen. Gegner im Takt anzugreifen verursacht mehr Schaden. Daher ist es sicher nützlich, das zu tun. Aber manche haben Schwierigkeiten, den Takt zu finden, wie den inneren Frieden. Hier sind einige Tipps. Deine Angriffe erfolgen immer im Takt. Wann immer du angreifst, triffst du im Takt des Liedes. Und da es von Vorteil ist, im Takt anzugreifen, ist der beste Zeitpunkt, die Angrifftaste erneut zu drücken, wenn der Angriff trifft. Okay. Das macht Sinn. Und okay. Wenn du Hilfe brauchst, hast du anscheinend einen Rhythmusassistenten. Aber anstatt das zu erklären, warum probierst du es nicht an mir aus? Du. Das freut dich, wie ich sehe. Also bitte, übe deine leichten und schweren Angriffe an mir. Er hat sogar so einen kleinen Roboter-Sixpack. Finde ich sehr gut. Versuch jetzt einen schweren Angriff. Dass du das schaffst. Wow, diese Kühlschränke sind Hammer. Du kennst mich wirklich. Ich weiß alles über dich. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Okay, das war echt gruselig. Gib Bescheid, wenn du noch einen Versuch willst. Okay, nö, das reicht. Danke, Liebesdiener. Wie findest du den Artstyle? Ich finde ihn super. Er gefällt mir eigentlich sogar noch einen Ticken besser als in Jet Set Radio. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass mir Jet Set Radio mit dem Grinden und so nie so richtig viel Bock gemacht hat. Ach so, Doppelsprung. Ich fand es immer super schön und hab's auch gern gespielt, aber ich hab's nie so richtig vom Herzen gefühlt. Und die Musik war auch nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Und hier ist es schon eher, hier passt es schon eher so ein bisschen. Und das beeinflusst irgendwie auch, wie ich den Artstyle empfinde. Aber ich mag das. Also es hat so ein bisschen wie auch 13 hat ja früher mal so einen Artstyle gehabt. Es ist natürlich simpel, aber wenn das Spiel selbst so aufgebaut ist, dass das glänzen kann, dann ist das auch eine gute Sache. Also gerade dieses Simplifizierte. Alles geht irgendwie takt, geil. Ich lass den Rhythmusmeter unten mal an. Ist das der Effekt? Sehr verdächtig. Könnte sein. Man kann gar nicht anders, dass er die ganze Zeit so ein bisschen mitwippen. Such dir nach mir. Fang das doch mal. Ich will nur hier raus! Tja, das lässt sich sicher einrichten, wenn wir... Hey, es ist schräg, so zu schreien! Geht's denn nicht schneller? Na gut, so. Das Terminal ist gehackt. Hau den Schalter und komm! Mann, Projekt Armstrong ist echt so richtig enttäuschend. Ich wollte einen coolen Roboterarm, kein Fadenkreuz auf der Stirn. Jeder, der glaubt, heute Pause zu machen zu können, erlebt eine Enttäuschung. Meine Augen sind überall und suchen nach Augenblitzen. Die gefällt mir eigentlich ganz gut, die Chef, die Chefin. Erinnert mich an Nils als Chef. Hallo? Ich bin hier.
Der Mietsretter? Du meintest, du willst helfen? Ja, vielleicht ist das nicht die beste Idee. Gut, du bist da. Hier unten. Na gut, ich mach's kurz. Ich hab dich kämpfen sehen. Ich glaube, wir können hier einander helfen. Ich dachte... Die Security sucht nach dir. Ich könnte mich darum kümmern. Stopp! Okay. Wow. Das warst du vorhin? Du bist eine Katze. Nein, das ist 808. Sie ist eine Katze, aber ich hab sie gebaut. Also, wie weißt gesagt... Weißt du, ich dachte, meine Musikroboter-Armkraft wäre irre, aber das ist... Ich schlag mich lieber allein durch. Alter! Hör zu! Wendeley plant da echt was und ich meinte, ich kann helfen. Danke, kein Bedarf. Reagiert nicht. Was soll das denn? Moment, hast du das gespürt? Den Takt? Ich glaube, wir haben hier was. Sieh mal an, wer da ist. Und in Begleitung. Dank 808 hat Scheiß neuer Arm eine neue Kraft. Einen Takttreffer. Ein zeitbasierter Bonusangriff am Ende einer Combo. Achte beim letzten Treffer auf den Timingkreis und drück Angriff, um ihn zu landen. Reden kann jeder. Versuchen wir's. Versuchen wir's nochmal. B? Ach, was soll ich denn da? Y? Okay. Hier steht ja nichts. Bam, 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 bam. Beim Takttreffer auf den Countdown oder die zwei sich überlappenden Kreise für perfektes Timing. Versuch mal einen Takttreffer mit deiner schweren Combo, aber auf eigene Faust. Das ist fetzig! Takttreffer sind der Schlüssel zu starken Kombos und Schaden. Also fühle den Beat. 808, richtig? Ich glaube, mit uns beiden wird das was. Hey, also, ich hab's mir überlegt. Aber ich leih mir mal kurz deine Katze aus. Was? Warum? Hey, du wolltest doch helfen, oder? Keine Sorge, nur so lange, bis ich hier raus bin. Na, wehe, du läufst mit ihr weg. Okay, also, prügeln, Schrott einsammeln, mit Kühlschränken reden. Freund zu haben. Hoffentlich ersetzt er mich nicht. Moment, wir sind Freunde? Aber du scheinst jetzt einen Takttreffer zu schaffen. Wow, du kannst wirklich meine innersten Gedanken lesen. Die korrekte Ausführung eines Takttreffers scheint enorme Kräfte freizusetzen. Musikalisch Begabte müssen nur auf den Countdown hören und entsprechend angreifen. Eine visuellere Lösung ist, zu warten, bis sich die Kreise... Falls du weiter Schwierigkeiten hast, kannst du auch auf jeder Zählzeit vor dem Angriff die Angriff-Taste drücken und so treffen. Das ist nützlich. Daher bin ich dein Trainingspartner. Wie wär's zunächst mit einer leichten... Sie wollen schon unbedingt, dass man das checkt, ne? Und nun versuchen wir die schwere Kombo nochmal. Ich will dich glänzen sehen. Viel Energie. Alles kribbelt. Hier, ein kühles und beruhigendes Getränk. Ich bin hier, falls du weiter üben willst. Also wenn man die richtig trifft, kriegt man auch noch ein bisschen was Grünes zum Trinken. Es macht Bock. Das möchte ich kurz mal... Wow! Kommt nur her. Das muss ich kurz mal sagen. Das ist vielleicht beim Zugucken gar nicht so spektakulär.
aber es macht natürlich mega Bock, wenn man das selbst so hinspielt, weil man natürlich gerne sieht, wie Dinge im Takt passen. Das stellt den inneren Audio-Monk zufrieden. Schon bereit für mehr? Es macht wirklich extreme Laune. Sieht aus, als wären das alle. Vielleicht ist die Lage doch nicht so übel. Okay. Erinnere mich dran, dich zu fragen, wie du das gemacht hast. Kein Schimmer. Du bist am Zug. Ich muss raus aus wo immer ich bin. Danke, Jables. Der einzige direkte Ausgang führt durch die QA. Siehst du sie? So viele Gebäude. Echt schwer zu sagen. Es ist das, wo richtig deutlich QA-Zentrum draufsteht. Oh ja, das da. Weil es da rausgeht, warten sie da wohl schon auf dich und ich... Hörte ich da rausgeht? Los geht's! Ja, eine höhere Ränge. Kennt man ja von auch Beautiful Joe oder auch von eigentlich... Hat nicht... Devil May Cry sowas auch oder Bayonetta, aber auf jeden Fall so dieses typische Arena, man macht die Welle platt, kriegt dann dafür eine Bewertung. Das finden die immer ganz geil. Das finden die Japaner richtig gut, wenn alles schön bewertet wird. Nicht einfach nur Spaß haben. Das ist falsch und ein bescheuerter Spruch. Die suchen dich. Wir müssen sie überlisten. Dann kämpfe ich mich hier raus. Hast du eine Schraube locker? Das ist das genaue Gegenteil von Überlisten. Ich sag's dir, das war Kale höchstpersönlich. Was weißt du schon? Du bist nicht meine Person. Nun, da ich in der Produktion arbeite, bin ich ihm schon begegnet. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt halt die Klappe und reparier die Treppe. Crypt of the Necrodancer. Ja, das geht auf jeden Fall auch in so eine Richtung. Gibt ein paar von diesen Spielen. Ah, da hätte ich jetzt... Also im Grunde passiert nicht viel Schlimmes, wenn man den Takt nicht trifft. Nee. Ja, alles ja schön. Man stirbt, man kommt direkt wieder. Das ist schon gut gemacht. Damit man auch gar keinen Fall irgendwie aus diesem Rhythmus rauskommt, weil man ja schon wirklich die ganze Zeit auch... Das Gefühl hat auch, die Musik so ein bisschen mitzubestimmen. Weil es gibt ja auch immer, wenn man haut, gibt es immer Soundeffekte, dann dieses Jubeln der Leute. Hört zum Beispiel, hört ihr es? Das sind immer irgendwelche musikalisch abgestimmten Geräusche. Na, ihr kriegt schon mit. Nee? Doch. Achtung, wegen der zusätzlichen Arbeit für Projekt Armstrong wurde ein neuer Wochentag eingeführt. Nicht vergessen, dieser Wochentag ist ein regulärer Arbeitstag. Ey, Lucille gefällt mir super gut. Oh, hallo nochmal, Freund. Ja, hey. Ich habe mich umgeschaut und wie es aussieht, bewegt sich die ganze Welt zu deinen musikalischen Superkräften. Weißt du, das ist mir auch aufgefallen. Den Takt zu finden ist so einfach wie sich umzusehen. Selbst die Umgebung reagiert auf den Takt. Ich glaube, das nennen die jungen Leute, die Vibes zu spüren. Vielleicht? Aber das ist cool. Okay. Manchmal ist es am besten, Pause zu machen. Und damit meine ich eine Pausen-Kombo.
Warte nach einem leichten Angriff eine Zählzeit ab und greif erneut mit einem leichten Angriff an, um eine neue Combo zu starten. Du weißt, wann du drücken musst, weil du ein Klatschen hörst. Und diese Combo befördert dich und deine Gegner in die Luft. Wow, klingt echt voll fetzig. Darauf hatte ich gehofft. Raub mir den Atem. Ja, klar. War mein Rat nicht überzeugend? Ein führendes Tech-Unternehmen so mit sich. Mendeley gibt gerne an. Aber ich suche nach dem, was sie verstecken. Oh, du gräbst Geheimnisse aus. Wie wär's, wenn du mir deinen Namen verrätst? Wenn du so lange gebraucht hast, um zu fragen, kannst du noch warten. Ich bin übrigens Chai. Chai? Okay. Ja, wie der Latte. Ja, schön. Jetzt hier dieser Wechsel auch, gerade mal in eine 2D-Ebene, damit man mal ein bisschen relaxen kann und ein bisschen Jump'n'Run spielen kann. Ich gucke mir jetzt diese ganzen Textnachrichten nicht an, obwohl ich sie eigentlich lustig und interessant finde. Ich habe nur nicht genug Zeit heute, um das alles... deswegen will ich lieber ein bisschen weiterspielen, als es jetzt zu früh abbrechen zu müssen, denn ich habe ja gleich noch einen Stream. Ist auch technisch interessant gemacht, dass das alles immer so schon mit Kontext und auch einer Dramaturgie vor sich hin dödelt, weil die ja nie sagen können, wie lange ich brauche für eine Stelle. Ich hätte jetzt gedacht, das wird da gelasert und man darf da nicht drauf oder so. Ah, okay. Ist natürlich auch im Takt. Au! Au! Ah! Hey, cool! Was ist das? Fass das lieber nicht an. Hey, du bist nicht tot. Das ist doch gut. Oh, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich voller Power. 808 zeigt mir, dass du eine Menge Energie in deinem Arm gespeichert hast. Wie wär's, wenn du sie rauslässt? Bitte explodier nicht. Erst passiert. Zur Erinnerung, ich weiß viel über dich. Ja. Aber diese Spezialangriffe sind der Schlüssel. Da kanalisierst du deine Energie. Taktreffer schleudern die Batterien aus deinen Gegnern und laden dein... Aber offenbar verschwindet all diese Energie nach dem Kampf. Wie sagt man, wenn man es nicht nutzt? Lebt man mit dem ständigen Das habe ich anders in Erinnerung.
Das habe ich übrigens gerade aus dem Chat erfahren, dass ich hier auch so einen Dash habe. Gut zu wissen, danke. Wrecker will ihn verschrottet sehen. Dann verschrotten wir mal. Okay, hat nichts gebracht, aber sah gut aus. Wollte ich ihn mal nach oben schießen. Da warte ich auf dieses Klatschen. Dachte jetzt irgendwann, dreimal hauen und dann warten. Nee. Muss ich nochmal irgendwie lernen. Danke, Reamer. So, kurze Frage. Nein, ich mache morgen Dead Space, nicht heute. Das ist mit dem Publisher so abgesprochen und da halte ich mich natürlich auch dran. Ich weiß, es gibt heute auch schon Leute, die spielen das, aber wie gesagt, das mache ich schon so, wie es abgesprochen ist. Ich bin ja heute eh hier, ich könnte es eh nicht so richtig spielen. Morgen um 17 Uhr, meine Freunde. Nee, war klar. Hier sind nirgendwo Wege, also muss es ja eigentlich da vorne rechts hier irgendwie rübergehen oder so. Irgendwas hier. Ach, natürlich. Na, was geht ab? Ach so, hier geht es nur darum, schneller zu drücken. Okay. Papa! Drück nur, danke, Chokuri. Vielen Dank. Die ganze Machart finde ich sehr schön, wie sich alles öffnet im Takt. Es hat vor allen Dingen auch sowas. Also es hat was Lustiges, dadurch, dass es so von einem auf einen anderen Moment passiert. Ist sehr lustig animiert. Es ist auch ein echter Skill, Timing in solchen Animationen. Das ist gar nicht einfach. Ah.
Nee. Knapp. Lohnt sich das Game? Ja, ich finde bisher ist es meine Spielzeit auf jeden Fall wert. Gekostet hat es mich natürlich nichts, weil es ja beim Game Pass dabei ist. Kostet 30 Euro auf Steam. Sturm ist weg. Da würde ich dann lieber doch den Game Pass holen, wenn ich ehrlich bin. Hast du Werkzeug? Werkzeug? Ich habe eine bessere Idee. Das ist übrigens auch eine gute Frage. Wann zockst du das Ende von Dymphna Hotel von Phobia? Habe ich tatsächlich vor, heute Abend noch, wenn es nach dem In-die-Tonne-Live-Special noch klappt, würde ich das Ende noch spielen. Oh, okay. Ja, das war ein bisschen doof. Und der Beat geht weiter. Also man kann bis zu dreimal ausweichen, wenn man es im Takt macht. Danke für die Info. Wer weiß, was los ist. Tut mir leid, Kumpel. Ich wollte nicht laut werden. Oh shit, okay, die sind wahrscheinlich Zivilisten eigentlich und die haben wahrscheinlich eine Verschwörung gegen den Bösewicht geplant und jetzt denken sie, ich bin auf seiner Seite. Taktmon, taktvoll und stark, rockt er sich durch die Cyberpunk-Apokalypse. Die Hand nur noch ein Roboterarm, aber was für einer. Die Feststelltaste ist kaputt. Ja, gefällt mir. Rhythmusspiele sind sau schwer. Von wegen entspannen bei dem ganzen Timing. Ich arbeite gleich weiter, nur noch ein Spiel. Du kannst diese schweren und leichten Angriffe zu noch mehr Kombos und Takttreffern verbinden. Also, versuch's doch mal. Es ist echt ganz geil. Er macht super Bock.
S und B. Das ist okay. Hey, da! Ein Ausgang! Total easy! Das ist eine Falle, du Dödel. Sie warten auf dich. Womit? Ich komme mit allem klar. Also man macht mehr oder weniger alles im Takt. Es ist einfach geil. Super gut. Richtig schönes Spiel. Flasht mich. Siehst du, ich sag's doch, voll easy. Entspann dich mal. Und hier ist sie, die Produktionsleitung Riker! Oh nein. Hey, oh! Da bist du, kleiner Mann. Du störst Wreckers Crew, Wreckers Produktion und vor allem, ja, Wreckers perfekten Defekt-Bilanzrekord! Deine Security will mich umbringen! Projekt Armstrong AGBs. Das Kleingedruckte. Ganz überlesen. Was? Bei Defekt Rückruf! Rückruf? Du meinst umbringen? Wrecker schreibt sowas nicht. Das machen die Hirnis im Marketing. Ganz egal. Danke, so dumm zu sein, hier reinzuspazieren. Wreckers Hände bleiben so ganz sauber. Ich hab's dir ja gesagt. Willkommen beim Projekt Armstrong Defekt Check, Herzchen. Und unsere QA ist die beste im Business. Heyo! Inspektionsstufe 1 Million! Inspektionsstufe 1 Million! Yeah! Geil! Let's rock, mein Großer! Also, das ist so geil. Ich muss kurz eine Sache sagen, da muss ich gerade wirklich lachen. Gerade eben, als man diese krasse, kantige Managerin gesehen hat, die immer so wütend ist, meinte einer ganz klein im Chat: I can fix her. Und ich wollte es nur, das geht nur an dich. Ich muss gerade innerlich die ganze Zeit lachen. I can fix her. Das denkt man immer. So, jetzt geht's los. Chai, seine Hände sind besonders anfällig für eine Inspektion. Das ist eine komische Art, Angriff zu brüllen. Aber okay. Hat das Krogi schon gespielt? Das muss Krogi eigentlich mal spielen. Oh. Okay, da muss ich springen. Ah, dumm. Ich habe in den Chat geguckt. Ficken. Power Core.
Scheiße, voll daneben gehauen, weil diese Einblendung war. Was? Ach so. Endlich kann ich die benutzen. Versuch doch auszuweichen. Ah, das geht auch. Es ist schwer abzuschätzen, wo einen erwischt und wo nicht. Richtig gut, dass man so diese übliche Cinematografie, sag ich mal, die Kameraeinstellungen und alles von so klassischen Devil May Cry, God of War Titeln hat. Aber es ist halt natürlich diese putzige Grafik und dadurch wirkt das total neu. Obwohl es eigentlich altbekannte Geschichten sind. Scheiße, ich darf nicht reden, wenn ich hier prügel. Okay, ab jetzt nur noch Konzentration. Als ob es so einfach wäre. Kommen die Raketen? Oh nee, da vorne ist der Button. Scheiße! Ich denke immer, man kann da vielleicht draufhauen. Ja, kann man auch. Was? Ich dachte, er ist tot! Steht da echt Schwachpunkt auf seiner Stirn? Das gehört so. Danke, Bastix.
Ja, Mann. God of War! Du hast einen fetten Track. Aber jeder Song endet mal. Kebabs! Hammer. Super gemacht. Super stylisch. Du hast deine letzte Amplitude ge-LED'd. Oder so. Natürlich, Selbstzerstörung. Scheiß, Leute, das ist super lustig. Ja, es ist wirklich lustig. Ein gutes Ding. Guck mal, wie geil ich hier abgeliefert habe. Weißt du, am Ende deines Lebens, da fragen dich die Leute nur, hast du gut abgeliefert? Und ja, sage ich dann, ich hab's abgeliefert. 3, 4 Bs. Das B steht für Simon K. Dann noch ein S und ein A. Gesehen? Ah ja, aber diesmal bist du still und folgst mir gefälligst. Wir müssen echt jetzt mal raus hier. Und diesmal kein Gejammer. Okay, okay. Kamen die Noten gerade aus ihrem Katzenhintern? Hast du etwa Angst? Was? Nö. Ich meine, es ist schon ziemlich dunkel. Hier gibt's doch keine Spinnen, oder? Oder Robospinnen? Oh, bitte, bitte bloß keine Robospinnen. Hier drin? Hier drin. Hallo? Meatbot? Eine Seilfalle? Was bist du? Eine Cartoonfigur? Also da drin passiert die Magie, hä? Ich heiße Peppermint. Moment, die Stimme? Du bist die Katze! 808 ist meine Spionin hier drin. Aber anscheinend mag sie irgendwas an dir. Alter, 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 okay, schon gut, schon gut! Hoch jetzt, Faulpelz. Wir haben zu tun. Also, 808 hat gesagt, dass du gesagt hast, dass du mir hilfst, hier rauszukommen. Mach ich. Gleich nachdem du mir mit Spectra hilfst. Keine Ahnung, was das ist. Hab ich nicht erwartet. Das ist Whistleblower-Niveau. Also, schlimm? Ja. Und ich arbeite mit einem Team, um sie zu finden. Klein, aber... Klein heißt nur du und deine Katze? Ich bin für Größeres geschaffen. Ja klar, Mr. Rockstar. Kannst du überhaupt Gitarre spielen? Ich... Tja. Schon klar. Große Klappe. Hör zu. Der Campus ist ein Labyrinth aus Gängen, Fahrstühlen und Sackgassen voller Security. Du brauchst meine Hilfe, um da rauszukommen. Ach, bis jetzt lief es ziemlich... Furchtbar, wenn ich nicht wäre? Hör zu. Wenn du mir hilfst, sorge ich dafür, dass du von Vandalay Island runterkommst. Na gut, klar. Mir doch egal. Perfekt. Okay. Das ist euer Unterschlupf? Ihr seid echt eine kleine Gruppe. Tja, jetzt sind wir einer mehr.
Du kannst auf dem Sofa pennen. Eine Luxus-Suite, wie ich sehe? Übrigens kann ich dir mit ein paar Upgrades helfen, wenn du Ersatzteile hast. Lass uns reden, bevor du losgehst. Er ist so ein Schmock, ey. Ja, also ich finde es super. Ich möchte eine Sache kurz mal hervorheben an dieser Stelle. Und zwar ist das die deutsche Synchro. Ich habe das Gefühl, das ist eine der besten deutschen Synchros, die ich bisher gehört habe. Einfach weil die Sprecher auch so wirken, als hätten sie ihre Figuren und den Stil des Spiels verstanden, dass sie da eigentlich einen Cartoon synchronisieren. Und irgendwie finde ich die auch on point. Also die sind so richtig crisp. Ich kann es nicht anders sagen. Es wirkt einfach nicht wie, als ob es gesprochen wäre. So, es ist wirklich gut gemacht. Ich bin keine Meisterin mit Wendelay Tech, aber mit ein paar Ersatzteilen kann ich dir mehr Biss geben. Komm sofort, ich will kurz gucken, wann es gleich weitergeht. Geht's etwas genauer? Ich richte einen Laden für dich ein. Hier kannst du neue Angriffe lernen, die du nach dem Kauf einfach benutzen kannst. Das ist die Gelegenheit, neue Spezialangriffe zu lernen. Jeder Angriff verbraucht eine gewisse Menge an Hall. Achte darauf, dass du vor dem Kauf genug hast. Außerdem müssen Spezialangriffe ausgewählt werden. Du kannst nicht alle verwenden. Also wenn ich mich gerade richtig, ich habe gerade mal nachgecheckt, wenn ich mich richtig informiert habe, muss ich erst in einer Stunde bei den Rocket Beans sein. Und los geht's. Das heißt, ich gehe da einfach einen Stockwerk runter. Und hier sind noch Gegenstände für dauerhafte Upgrades. Was ist das? Ich habe eine Idee für etwas, aber die ist noch unausgereift. Wie machst du das alles mit Zahnrädern? Unterschätz mich nicht. Ich habe mehr drauf, als du glaubst. Na schön, dann zeig mal, was du hast. Sagt mal Bescheid, wenn ihr... haben wir alles noch nicht. Wenn ihr zufällig mitbekommt, dass es doch vorher losgeht, weil um 8 geht es, glaube ich, nicht los. 20.30 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Aber sagt mal Bescheid, wenn ihr was wisst dazu. Weil mein Kalender sagt mir, um 8:30 geht's weiter. Wie sieht das? Das sieht eigentlich ganz geil aus. Spring in die Luft, lande den Takttreffer. Da, nehmen wir den. Komm. Ah, okay. Ja. Den nehmen wir, Stompbox. Und dann haben wir noch einen, den nehmen wir den hier noch, den Einstimmen. Ist einfach eine längere X-Kombo, oder? Ja. Okay. Ah, da gibt es noch mehr. Ah, auch geil. Maximal Gesundheit. Ja, okay. Also nette Sachen. Eine extra Option gibt es noch für später. Okay, wir begeben uns natürlich jetzt direkt mal wieder zur nächsten Mission. Ich möchte natürlich so schnell wie es geht weiterkommen. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich soll ich hier erstmal schlafen. Alter, in was bin ich da bloß reingeraten? Ja, immerhin ergibt das in 5 Jahren eine coole Geschichte. Natürlich. Ich bin eigentlich kein Katzenmensch, aber das geht schon klar. Okay, weiter geht's. Okay, ich bin soweit, Peppermint. Wie sieht der Plan aus? Okay, schau dir das an. Missionsbericht. So, dieses Spectra-Programm ist, wie gesagt, top secret. Und nur die hohen Tiere im Unternehmen wissen davon. Warum denn so besorgt? Spectra könnte alles sein. Sagen wir mal, ein Insider hat mir einen heißen Tipp gegeben. Ja, na klar doch. Jedenfalls, wir gehen wieder hoch in die Produktion. Mit meinen Skills und deinen Kräften brechen wir bei der Produktionsleitung ein. Das ist Wrecker. Bei unserem Glück räumt sie wohl gerade dein Chaos in der QA auf und wird nicht da sein. Wir hacken ihren Rechner, stehlen die Spectra-Akten und verduften. Cool, cool. Ich habe nicht zugehört, aber das klingt super easy. Während du weg bist, verbinde ich mich über 808 mit deiner Tech. Vielleicht finde ich neue Tricks für dich. Was? Du kommst nicht mit? Auf so eine gefährliche Mission? Ich bin doch nicht bescheuert. Mach du mal ruhig. Okay. Moment. Wen meinst du mit dumm? Ich bin hier, Baby. Mit wem redest du? Hä? Geh einfach in Wreckers Büro. Du siehst es da oben.
weit oben. Du musst zwar durchs Hauptgebäude der Produktion, aber ich lenke dich. Versuch bitte nicht aufzufallen. Komm, 808. Jetzt wird's lustig. Oh, ich würde so gerne lesen, was da oben steht. Irgendwas. Bla 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 or die trying. Get it done or die trying. Okay, ja. Das ist aber die perfekte Businessfrau. Ja, ich habe mal als Kind eine E-Gitarre verschluckt. Ich höre schon auf. Fällt mir sehr schwer, das jetzt nicht die ganze Zeit zu machen. Ich möchte, dass ihr es einfach schätzt, dass ich es jetzt nicht mache, ist ein Zeichen dafür, wie sehr ich euch lieb hab. Ich höre schon auf. Es ist wirklich zum Kotzen. Dass du da was zu trinken rausgeholt hast. Wenn du den Automaten genau an der richtigen Stelle triffst, frisst er deine Credits nicht. Lass dir das von einem Meister gesagt sein. Simon, ich hätte vielleicht eine Unicorn-Idee. Ja, nehme ich mit. Verkaufe ich gerne als meine. Ich lege sie zu den anderen. Aber ich wünsche dir natürlich viel Spaß mit deiner Unicorn-Idee. Aber du solltest sie nicht in unserem Chat öffentlich kundtun. Du solltest sie in einem nicht frankierten Umschlag mir vor die Tür legen. Hey, da ist Kay. Und das ist... wie heißt sie gleich? Die alte Chefin von Vandelay. Roxanne Vandelay? Echt jetzt, Chai? Sie hat das Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Lies doch mal ein Buch. Kein Grund so zu schreien. Oh, pass einfach ein bisschen auf. Die alte CEO ist natürlich total lieb. Und ganz sicher wurde die da rausgeboxt und muss von uns wieder installiert werden. Bam, 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 bam. Rocken kann doch jeder. Leicht wie eine Feder. Ich trage nur noch Leder. Und alle sagen, Geda, der geilste Typ der Welt. Und dann sage ich, ja. Das ist korrekt, geh weg, sonst prügel ich dich zu Tode. Hier gerade auf diese. Jetzt habe ich in den Chat geguckt. Das sowas wie Elite Beat Agents. So ja. So unauffällig. Elite so Beat Agents geht ein bisschen in die Richtung. Achtung, hier spricht Wrecker. Dieser Defekt wurde in meinem Gebäude gesichtet. Ich hoffe, ihr passt ihr Security-Deppen, kriegt ihn nicht, damit ich ihn selten in Stücke reißen kann. Oh, klingt pikant. Meintest du nicht, sie wäre nicht hier? Meintest du nicht, das hier wäre lustiger? Simon Official. Das macht dann 20 Euro. Tut mir leid, ich muss wirklich aufhören. Ich werde hier wahnsinnig. Wenn die ganze Zeit so eine Musik läuft, will alles in mir Musik machen. Ungeachtet der Tatsache,
dass mein Körper keine Musik machen kann. Warum geben Sie mir so unrealistische Ziele vor? Ich soll diese riesigen Kisten heben mit diesen winzigen Händen. Nice. Ich bin zum Verpacken gebaut, nicht zum schweren Heben. Feuern Sie etwa? Oh nein, Sie feuern mich. Ach, herrlich. Ja, ja. Amazon in 30 Jahren. Wenn selbst die Roboter sich unterdrückt fühlen. Da, 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 wow. Danke, Robster. Jetzt ganz stark sein. Den Sprung schaffst du nicht. Vorschläge? 808 verbindet mich mit deinem Arm. Er ist magnetisch, oder? Du solltest an diesem Punkt andocken können. Aha. Der gute alte Greifhakenarm. Wow, das war irre. Das kann man bestimmt auch gut speedrunnen. Gerade weil das wunderbar zu speedrunnen wäre, wenn man so den Takt einfach perfekt macht, mehr oder weniger, für das ganze Spiel. Weil man hier natürlich auch sehr schnell sich bewegen kann. Bitte beachten, offenbar sollen wir Ausschau halten nach einem, Musikkörper-Camp. Hey, Chai, mit dem Magneten kannst du dich Gegnern nähern. Den Weg da! Der gehört mir! Ruhig, Brauner! Die Hände im Hauptgeschoss gesichtet! Los! Chai, such wenigstens nach einem Umweg. Nun, es scheint ein Pfad nach oben zu führen. Zwischen uns. Ach, der Magnet, genau, den muss ich mal häufiger nutzen. Was ist es diesmal? Dein Magnet! Und er dockt ganz leicht an Vandelays Sicherheitsroboter an. Willst du schnell zu einem Gegner? Dann nutze den Magneten. Und also wenn mit du LB. Einen Gegner in die Luft geschleudert hast, dann zieht dich der Magnet zu ihm hinauf. Geil. Das nenne ich Technik, die begeistert. Alter, dieser Arm dient zum Aufsammeln von Müll. Danach sieht er für mich nicht aus. Yeah.
Ah. Na los! Es ist nice. Es ist so nice, dieses Spiel. Ich möchte mich reinlegen. Aber es freut mich sehr, da habe ich endlich mal wieder einen Titel, den ich jetzt auch in meinem Podcast mal thematisieren kann. Es passt wirklich ganz gut zu Game Mon. Weil ich habe die ganze Zeit immer gewartet, dass ich mal ein Spiel finde wieder, was halt auch irgendwie was Neues ist und was auch zu mir passt und dem Podcast passt. Und das hier ist auf jeden Fall so ein Titel, mit dem ja auch keiner gerechnet hat. Ist auch so eine schöne Geschichte, dass das jetzt einfach plötzlich aufgetaucht ist. Gestern haben mir Leute davon erzählt und ich dachte so, was? Shinji Mikami, Beimani, seid ihr wirklich sicher? Da rechnet einfach keiner mit. Wie hast du das gemacht? Finde ich sehr gut. Ich dachte, du brauchst vielleicht Hilfe hier draußen. Ich habe die Terminals gehackt und kann dir von hier aus Upgrades schicken. Hammer. Also Peppermint, diese Spektrum-Sache, was hat's damit auf sich? Spectra. Man hat mir einen Code zugespielt, der vermuten lässt, dass es eine KI ist, die in allen Roboterteilen von Vandeleys Projekt Armstrong schlummert. Und was besorgt dich dabei? Meine Quelle sagt, Vandeley hätte noch nie ein Projekt so unter Verschluss gehalten. Da schrillen jede Menge Alarmglocken. Was? Du lässt mich einem Bauchgefühl aus dem Darknet nachjagen? Ich glaube meinen Quellen. Du klingst noch ominöser als Vandeley! Oh, Chai, also... Weißt du was? Ist mir egal. Ich bin hier nach Ewek. Und dann habe ich Wrecker alles beigebracht, was sie über Produktion weiß. Deine Geschichten sind doch nur Lügen. Was weißt du schon? Du putzt ja nur den Boden. Ja, natürlich, Mikami war der Producer, Shinji Mikami, aber es ist trotzdem eine Sache, die auffällt. Und es erinnert natürlich auch so ein bisschen an die blutigeren Titel, wo er ja auch zumindest am Anfang mit dabei war, wie zum Beispiel Devil May Cry, was sich ja auch zu einer ganz eigenen Masche entwickelt hat. Und da hat er auch angefangen. Das war ja eigentlich als Resident Evil geplant und dann wurde es aber zu hektisch, zu actionintensiv, zu spektakulär und dann war es eben kein Resident Evil mehr, sondern Devil May Cry. Aber Game Director ist auch noch wichtig, ist der wunderschöne Mensch, der Evil Within 2 gemacht hat. Oh, das sieht nach Spaß aus. Immer noch kein Spiel, was auch nur annähernd peripher hiermit was zu tun hat. Ah. Yeah! Hauen, 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 hauen in die Fresse hinein, du dummes Schwein! So soll es sein, so stand es geschrieben in meinen Hieben. Das Timing war einfach falsch, weil ich den so schön, wenn er schlägt, könnte ich so schön zuhauen danach.
Nein, selbstverständlich habe ich schon Borderlands gespielt, aber Borderlands hat jetzt nicht so viel Parallelen. Außerdem, also um ehrlich zu sein, ich sehe gar keine Parallelen außer der Optik. Und Borderlands hat, glaube ich, sogar einen anderen Shading-Style als das hier. Aber ich mag Borderlands sehr, auch habe ich ja Tales from the Borderlands 1 sehr gefeiert und wirklich ein toller Titel und tolle Welt, tolle Umgebung, toller Humor. Aber hier hat es jetzt nicht so viel Ähnlichkeiten, finde ich. Aber es ist durchaus klar, genau wie Jet Set Radio, dass die ersten Gedanken gehen in die Richtung. Aber es hat wahrscheinlich wirklich mehr von Crypt of the Necrodancer und anderen Bemani-Genre-Mixen als hier. Nicht unter den Pressen durchlaufen, wenn sie in Betrieb sind. Kaum zu fassen, dass ich das erwähnen muss. Oh, danke, Punk Alice. Das war die Musik, ne? Die hat das Abo provoziert. Hat auch gewisse No More Hero Vibes, ja, das stimmt tatsächlich gerade. Ja, auch wegen der Waffe und so. Was ich auch mag, ist, dass das Spiel die ganze Zeit losgeht. Also es läuft die ganze Zeit, man hat keine Verschnaufspause. Klar, man kann stehen bleiben, aber die Rätsel sind so geringfügig auch verteilt und leicht, dass man das easy machen kann. Und immer irgendwie die nächste Action nur um eine Ecke weiter ist. Was bei so einem Titel, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man sich nicht mit dieser Musik im Hintergrund die ganze Zeit irgendwie irgendwo durchrätselt oder zu lange Jump'n'Run-Passagen macht, sondern hier willst du eigentlich die ganze Zeit zuhauen, darfst du aber nicht, weil das ja dann auch zu viel ist. Du musst ja was dazwischen machen. In ihrer Armstrong-E-Mail zu gratulieren. Wie eine elektronische Ohrfeige. Und ja, ich spiele das natürlich im Streamer-Modus, deswegen ist es eine etwas andere Musik als im Original. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall auch das Original so mal zu spielen, alleine weil ihr dann eben nicht die Streamer-Mucke habt. Da bist du, du kleine Wurst. Du kommst hier jetzt nicht mehr raus. Du bist eingesperrt und wirst eingestampft. Ich warte eigentlich die ganze Zeit nur auf noch größeren Gegner, damit ich mal meine Combo benutzen kann. Na komm, einen dicken hast du noch.
Ich stecke hier fest. Peppermint, jetzt kommst du ins Spiel. Was lese ich da gerade? Chiara hatte vorhin nicht im Streamer-Modus gespielt und beim Boss lief 9 Inch Nails. Ja, ich gehe schon stark davon aus, dass die sich auch für solche Geschichten die richtigen Leute gesucht haben. Ich kann es, wie gesagt, überhaupt nicht beurteilen. Siehst du die Tür? Aber ich würde es privat natürlich auch ohne Streamer-Modus spielen und ich glaube, dass das auch dann nochmal einen Tick geiler wird. Weißt du was? Ich mag Aufregung. Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Nanu, ich drück doch. Schrei, du weißt nicht mal, wohin die Schiene führt. Chill mal, das läuft schon. Ach ja? Sieh mal nach vorne. Das Spiel ist wirklich wahnsinnig. Das wäre auch was für dich. Eigentlich nicht. Außerdem wurdest du entdeckt. Hier ist Endstation. Ha. Vorsicht, da vorne. Was? Ich bin irgendwo. Wir sind tatsächlich in der Nähe von Wreckers Büro. Ich hab doch gesagt, dass das klappt. Ich habe bei dieser Arbeit schon wirklich alles gesehen. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, dass du noch lebst, Junge. So, der hat auch einen lustigen Namen, ne? Wie hieß du der? Du hast diesen Sturz wie Oscar. Ein Großer geschafft. Ich werde... Die immer im Hintergrund lauernde Gitarre freut sich schon auf den nächsten Ausbruch. Wie so ein Vulkan schwelt sie immer mehr an. Oder sie wartet noch auf meine Action. Ich bin der Taktgeber. Und der Takt wird mit dem großen Schraubenschlüssel auf den Schädeln der Gegner angetippt. Barrieren? Och, Leute. Ja, wirklich. Ich dachte, das hier ist nützlich. Bereit, Chai? Bereit für was? Okay. Peppermint! Brauchst du Hilfe? Wow! Okay. Hast du... Nur ein bisschen temporale Verschiebung. Kompliziert. Nicht dein Thema, aber eines von 808s versteckten Features. Du hättest die ganze Zeit über hier sein können? Ich dachte, du brauchst mich nicht, Mr. Ego. Sehr nice. Versuch's mal hiermit! Zeig's ihnen! Yeah! Ja, das ist eine sehr gute Ergänzung noch zu den Sachen, die man eh schon kann. Sieht nicht aus, als wäre der Sprung schaffbar. Aber der Schalter da. Lass mich raten. Yep, ruf mich rein. Ich kann das für dich aktivieren. Ugh, du klingst wie ein Tutorial zu einem Videospiel. Ja, schöner Meta-Humor. Ja, ja, wir haben es doch gerade gezeigt. So. Versuch's hiermit.
Rechte am Pfeil. Wollen die sich sichern? Ja, viel Erfolg. Pergament! Ja, bitte? Oh, komm, du Sau! Nein! Ja, endlich! Jemand ein Upgrade bekommen. Ich bin am Zug. Ich kann diese Barrieren überlasten, weißt du? Ruf mich einfach. Ist eine gute Idee, so eine Mod für Dark Souls. Ne? So eine Rhythmus-Mod. Da sehe ich ganz viel Potenzial bei vielen Spielen noch. Schon bereit für mehr? Danke, Madroggelbecher. Na klar, ich war ja da. Der Madroggelbecher, 14 Monate lang schon bist du dabei. Krass. Gibt eine Menge Beziehungen, die nicht so lange halten. Aber wir zwei, wir werden es immer schaffen, ne? Na gut. Scheint es, dass jemand dein Können verändert hat. Hast du Nebenwirkungen verspürt, so als würde jemand plötzlich neben dir auftauchen? Ja, also das ist Peppermint. Das scheint sehr nützlich zu sein. Du kannst diese Peppermint in den Kampf rufen und mit Kombos diese seltsame Lebensform kann anscheinend. Ich hoffe, diese fremde Existenz kommt nicht zwischen uns. Ach Leute. Das Ding schon wieder? Ruf mich oder nutze deinen Magneten, um ranzukommen. Hört an den! Du bist dran! Yeah!
okay so nicht. Ja, ja, ich muss gleich los, genau. Das ist Quacks. Aber... sowas hier, für sowas ist immer Zeit. Okay, 40.000, was kann ich denn da... ja, ist gut genug, wird gekauft. Haben wir noch 18.000. Oh ja, der sieht gut aus. Combo Move wird direkt auch gekauft. Ich weiß, wie es geht. Los, Peppermint! Was machst du hiermit? Peppermint, na komm! Komm schon! Okay, man muss alles nacheinander. Ich dachte, einmal reicht schon. Auf geht's! Peppermint, du bist dran! Ja, bitte? Ah, okay, ja. Los, Peppermint! Versuch's hiermit! Zeig's ihnen! Yeah. Teamwork! Hurra! Oh nein! Er hat Angst vor mir, der Mülleimer-Bot! Danke, G2KTV. G2KTV. Kopf hoch, Chai. Wir sind fast da. Oh, ich schätze, dein ganzer unbemerkt in Wreckers Büro einbrechen Plan ist dahin. Ja, dank dir. Hey, wer macht denn hier die ganze Schwerstarbeit? Oh, es wäre nicht so schwer, wenn du gleich auf mich gehört hättest. An alle Angestellten, die noch nicht an der Lotterie für das Armstrong Festival teilgenommen haben, jetzt ist die Gelegenheit. Diese Show wollt ihr nicht verpassen. Diese Tauben sind die Ursache meiner Unzufriedenheit. Ich wünsche Unterstützung bei ihrer Beseitigung aus meinem Reinigungsareal. Kannst du da helfen, Peppermint? Tauben. Ich sehe gar keine Tauben. Keine Tauben da. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen gehe ich noch mal ganz kurz hier rein. Und guck mal, wie weit wir kommen hier, bevor ich aufhören muss. Okay, nochmal geprügelt. Ah!
Das war geil, oder? Wenn's läuft, dann läuft's. Wären wir. Bleib einfach cool. Scheiße, wir werden es nicht mehr bis zum Boss schaffen. Aber vielleicht sehen wir noch eine schöne Cutscene. Ja. Ziemlich ruhig. Echt gar nicht verdächtig. Und hier ist sie. Ihr werdet gern erfolgreich? Ihr werdet gern produktiv? Dann seid vor allem aggressiv! Und wenn ein defekter Punk wie du hier einfach rausrennen will, bettelst du ja quasi drum! Worum genau bettel ich? Kommst du mir frech oder was? Jetzt reicht's! Schluss mit den Samthandschuhen! Ja, offensichtlich. Was war dein Plan hier für Peppermint? Keine Ahnung. Kämpfen? Au! Ja, ich bezahl dich doch überhaupt nicht. Der fehlt ein Handschuh. Ich bin der Star der Show! Also packen wir's jetzt mal an. Komm schon! Ah, es ist cool, ne? Ich habe keine Zeit, leider. Ich muss aufhören! Nee. Ich will jetzt die eine Strophe noch. Ja, okay, der haut natürlich rein, der Move. Aber ich höre jetzt auf. Das noch.
Hier muss ich leider aufhören. Es war sehr schön mit euch. Ich werde hoffentlich meine Checkpoints nicht alle verlieren. Das war erst der zweite Track, die zweite Mission von vielen. Sehr, sehr interessantes Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wenn ihr das auch euch gerade runterladen wollt. Holt euch einfach auch einen Game Pass. Das finde ich jetzt offen gesagt sehr empfehlenswert. Ich muss jetzt aufhören, denn ich gehe nun zu den Rocket Beans. Ihr könnt jetzt auch schon raiden und dann packe ich euch direkt rüber. Und viel mehr gibt es nicht zu sagen. Es ist wirklich ein Titel, den ihr euch mal angucken solltet. Der macht wenig falsch. Und genau das, was man da denkt zu kriegen, kriegt man auch. Nämlich geile Mucke und Prügeln zum Takt. Viel mehr und viel Humor, tolle Grafik und eigentlich alles ist bisher sehr unterhaltsam gewesen. Wir sehen uns gleich. Ich wünsche euch viel Spaß. Und jetzt geht's ab zu den Rocket Beans. Und damit haben sie alle weggeschickt. So, und jetzt gehe ich auch rüber. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ist ein schöner Titel. Hi-Fi Rush kriegt von mir auf jeden Fall den Daumen nach oben und die Gitarre auch nach oben. Ich hoffe, dass ich nochmal Zeit habe, das irgendwann zu spielen. Nochmal ohne Streamer, Mucke. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Video. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Und sitzen. Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist...